hours later, they found me lying in front of our hideout. I made it out alive, but not all of us did. Colin's dead, and the stranger I saw is nowhere to be found. I told them about everything. I said that it wasn't safe for them to be with me. But Jennifer suggested that right now, nowhere is safe, so we might as well stick together. Everyone pulled through as we prepared for the worst. But nothing happened. Oh, mein Schädel, wo bin ich? Jacob? Are you awake? Heiß ich Jacob? Not that long. I know that you're going to that hospital today, so I went on my first scavenging run. And I found something for you. Thank you. You're welcome. Did you go with your sister? No. As soon as Erin heard that there's a hospital nearby, she asked Jennifer to go look for some medicine. So I went alone. Don't tell her that, okay? She's already at the medical district? Yep. And Ryan wanted to talk to you. Und damit Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren terminierenden Folge Terminator 2, beziehungsweise Terminator Resistance, sorry. That's what we need to worry about. Wow, you're really smart. I learned all that before the war, and thanks to Judgment Day, I didn't even have to pay off my student loan. Terminator 2, Mann, ich bin schon so ein Terminator-Fieber, dass ich unbedingt Terminator 2 wieder mal gucken will und deshalb euch schon zu Terminator 2 begrüße. Und der Patrick hat tatsächlich eine Pistolenkugel gesammelt. Soll ich das als Zeichen deuten, dass ich mir die Kugel geben soll? Naja, ich nehme sie trotzdem dankend an. Vielen Dank, Patrick. Und die Erin, die musste immerhin ihre Studiengebühren nicht zurückzahlen fürs ihr Medizinstudium, wie ihr erfahren habt. Ich habe übrigens die letzte Schwarzblende dazu genutzt, um den letzten Part zu beenden. Ja, und jetzt hier heiße ich euch natürlich recht herzlich willkommen zur neueren Folge von Terminator Resistance und bedanke mich natürlich auch fürs fleißige Bewerten der so glorreichen letzten Folge, ne? So, wir machen weiter und sprechen natürlich erstmal mit der guten Erin. Den Typen haben wir ja noch gar nicht sprechen können. Das ist, glaube ich, Mike oder Mark oder so, den es ja irgendwie weggerissen hat. Naja, sprechen wir erstmal mit Erin. Morning. Patrick came to me earlier, asking if I thought you'd like his present. When I saw that it was a single bullet, I wasn't sure if he was being helpful or if it was a warning. Was denn für eine Warnung? I figured he didn't appreciate you looking at his sister like that. Ich werf seiner Schwester Blicke zu? Also, ja, nein. Also, nö, würde ich jetzt nicht sagen oder so. Na gut, du, sag mal, deine Geschichte, die interessiert mich brennend, also wirklich. Erin ist, finde ich, eine sehr spannende Charakter und Frau. Deshalb möchte ich jetzt mal wissen, wie haben denn die Maschinen in dem Gefangenenlager, in dem du warst, die haben dich ja ausgenutzt als Medizinerin, damit du die Leute wahrscheinlich dort am Leben erhalten hattest, damit die weiter ihre Experimente mit denen machen können. Wie haben die denn mit dir dort kommuniziert? How did the machines communicate with you? There was this one machine. We called it Nurse Ratchet. Was, Schwester Klinke? Türklinke oder was? It wore an awful, smiling, rubber human face. At the end of every week, it took the weakest of us for experimentation. My cellmate, Karen, was pregnant. I knew that was a one-way ticket to the grinder. So I had to plan an escape. Okay. Aber wie konnten die eigentlich nicht bemerken, dass die schwanger war? Das erkennt sowas ein Terminator nicht? Did Skynet ever notice she was pregnant? Well, we tried to keep it a secret, but when she started showing, they informed me that after the birth, I would have to kill the baby. Mach du Schande. Otherwise, they would execute the whole cage. The baby came early, and Karen died giving birth. She didn't even get to see her child. Oh, nein. I had to take action. Me and one other prisoner took the child, and we got to the disposal room, where we covered ourselves with dead bodies. Then we just lay there, waiting for them to throw us out. And they did. They dumped us outside the camp, ready for the grinder.
Ja, die haben also, okay, das Kind kam also zu früh. Sie hat es quasi mit entbunden. Die Mutter ist gestorben. Und ein weiterer Gefangener und sie haben sich in den Leichenraum gehauen, haben ganz viele Leichen über sich geschaut und sind so wahrscheinlich zum Fleischwolf geschickt worden, wo sie dann abhauen konnten. Interessant. Haben sie dich verfolgt? Warst du noch immer hinter der... haben sie dich verfolgt? We heard an alarm, but we were already far away. They hunted us at first, but they had more important things to do than running after two nobodies with a baby. We ran to protect her. But deep down, we were preparing for the worst. Anyway, you're healthy, right? And your bones don't look broken, so stop bothering me. Ja, also mir geht's sehr gut. Vielen Dank der Nachfrage. Ich habe gemerkt, das hat dir gefallen. Aber könnte es sein, dass Jennifer dieses Kind ist? Oder gibt es das Kind gar nicht mehr? Hat es das Kind nicht geschafft? Das würde mich jetzt mal brennend interessieren, ja? Wie geht's eigentlich Mark? How's Mark doing? Not great. We barely have any medicine left. But hopefully Jennifer will bring back some antibiotics from that hospital. Da sie das so erzählen, dass sie Antibiotika mit zurückbringen soll, ich vermute mal ganz stark, das werde ich am Ende machen dürfen. Ich sehe es schon kommen. Ich kenne doch Spieleentwickler, ich weiß doch. So, was ist denn mit Collins Tod eigentlich? Ich konnte ihm leider nicht helfen. Mich hat da so ein Terminator aus dem Leben gerissen, der aussah wie ein Mensch. How do you feel about Collins' death? What do you want me to tell you? That I feel guilty? That I care? Right now I'm a little more concerned with the living than the dead. Ja, ich glaube, sie mochte Colin nicht wirklich. Wahrscheinlich, weil vielleicht dieser Mark der ist, mit dem sie geflohen ist aus dem Lager und der Colin ja die Medikamente für den Mark verloren hatte und deshalb mochte sie Colin nicht? Kann es vielleicht sein? Wie auch immer. Möchtest du dich dem Widerstand anschließen? Do you think you could help more people by joining the resistance? Honey, maybe ask me that question when you finally find them. Because for now, I don't think they even exist. Aber uns hat doch irgend so ein Typ gerettet, der muss doch vom Widerstand sein. Naja. So, was hast du zu sagen? Hey, you're off again? Ja. See you later. Was? I'm gonna stay here and help Aaron. Also du bist auch wirklich so ein Charakter, der wirklich unannahbar ist, ne? Dich interessiert auch wirklich gar nichts. Okay. Okay. Now sit. Roll Ooh. Over. Fetch. We've got a lot to learn. Wie süß. Er bringt dem Hund... Er bringt jetzt dem Hund Tricks bei? Och, wie schön. Jacob. Thank you for finding him for me. I promise I'll take good care of him. Now, what should I call him? Max, Wolfie oder ich weiß es nicht. Also ich finde ja Max am schönsten. Ich glaube Max. Oh, ist das wieder ein Easter Egg? Also in Terminator 2. Ich glaube, das ist beides eine Anspielung. Sowohl Wolfie als Max. Ich glaube, in Terminator 2, in dem Film, wenn ich mich noch richtig erinnern kann, hat John Connor, die Geschichte habe ich ja in der letzten Folge schon erzählt, wie überhaupt die Storys zusammenhängen, hat John Connor einen, also John Connors Mutter Sarah Connor ist in Terminator 2 in einer Nervenheilanstalt, weil ihr keiner glaubt, dass der Tag des jüngsten Gerichts wirklich passieren wird und es Terminator geben wird, die Menschheit auslöschen. Und deshalb lebt John Connor bei einer Pflegefamilie und diese Pflegefamilie hat einen Hund, der Max heißt und später, nachdem der T-1000, das ist ein weiterer Terminator, der in die Vergangenheit geschickt wird von Skynet, um John Connor im Teenageralter zu töten, der tötet später die Pflegeeltern von John Connor. Und der T-800, welcher auch in die Vergangenheit geschickt wird, diesmal aber nicht um John Connor zu... Also es werden in Terminator 2 zwei Terminatoren in die Vergangenheit geschickt. Einmal der T-1000, der ist ein Terminator, welcher seine Metalllegierung flüssig machen kann und so jeder metallischen Form wie Schwerter, Messer, Klingen annehmen kann.
Der soll John Connor töten und es wird ein weiterer Terminator, welcher von John Connor aus der Zukunft umprogrammiert wird, in die Vergangenheit geschickt, nämlich ein T-800, gespielt von Arnold Schwarzenegger in Terminator 2. Der wird so programmiert in der Zukunft, dass er John Connor in der Vergangenheit beschützt im Teenageralter. Und John Connor und der T-800, sprich Arnold Schwarzenegger, die versuchen, John Connors Mutter, leibliche Mutter, zu retten in Terminator 2, rufen aber erst bei der Pflegefamilie zu Hause an und dort bellt der Wolf im Hintergrund, der Hund im Hintergrund, weil dort schon der T-1000 ist und seine Pflegefamilie umbringt. Und dort fragt, glaub, Arnold Schwarzenegger den T-1000, die können übrigens alle Stimmen imitieren, die Terminatoren, die Terminator, und da fragt der Arnold Schwarzenegger mit der Stimme von John Connor den T-1000, welcher die Stimme von John Connors Stiefmutter, also Erziehungsmutter, nicht Erziehungsmutter, Pflegemutti, so rum, angenommen hat, warum denn Wolfi so bellt. Und er sagt sie, dass sie es nicht weiß. Hier hätte aber die Pflegemutti wissen müssen oder erkennen müssen, dass das Hund gar nicht Wolfi heißt, sondern Max. Und so konnten sie erahnen, dass zu Hause bei John Connors Pflegefamilie schon der T-1000, der Terminator, auf sie wartet und sind deshalb nicht hingefahren. Also ich erzähle hier immer ein bisschen Background, will euch das eigentlich nur sagen, weil ich unbedingt möchte, dass ihr euch diese Filme mal anschaut und ich möchte jetzt übrigens auch mal zu Potte kommen und sage deshalb, dass der Hund Max heißt. Finde ich schön. That's a good name. I like that. Ich hoffe, ich spoilere euch auch nicht zu viel. Ich habe übrigens fünf Fertigkeitspunkte, die ich ausrüsten kann und bin schon Level 7. Wir gehen einmal noch auf den zweiten Punkt mit den Waffen. Wir gehen auf Schlösser knacken Stufe 2. Und wir gehen auf Härte Stufe 1 und Härte Stufe 2. So halten wir mehr aus. Und schneller lernen, weil so kriegen wir mehr Erfahrungspunkte. Ich glaube, das sind sehr, sehr gute Fertigkeitspunkte. So, wir können jetzt hier... Im Lager hatten wir zwei Schlösser knacken, wo wir mit mittleren... Autsch. Wo wir mit mittleren Dietrichen Türen öffnen konnten. Nämlich einmal hier. Was auch immer wir hier finden werden. Wir sprechen uns noch. Ich weiß, dass ich versprochen hatte, wach zu bleiben. Ich werde aber müde. Weck mich, wenn du vom Krankenhaus zurück bist. Ich werde nur kurz die Augen zumachen. Wahrscheinlich das Letzte, was... er jemals geschrieben hatte, denn hier liegt sein Körper. Dann kam wahrscheinlich die Atombombe geflogen und dann war es das auch schon ganz schnell mit ihm, ne? Ja, so läuft das manchmal. Beziehungsweise hier, leider Gottes, Alter. Dein Rucksack ist voll? What? Oh. Mein Rucksack ist voll. Ich muss erstmal was verkaufen gehen. Da muss ich mal ganz schleunigst an die Kiste, ne? So, hab alles aus dem Koffer dort hinten mitgenommen. Jetzt können wir uns noch der zweiten Tür widmen, welche hier ja auch mit einem Stufe 2 Schloss verschlossen war. Die war, glaube ich, hier. Die gucken wir natürlich auch, dass wir die noch aufkriegen, ne? Na, noch ein bisschen so. Das war zu viel, das war zu wenig. Aber das gibt's doch nicht. Jetzt aber. Ich will keinen Dietrich abbrechen hier. Das wäre ja gelacht, wenn ich das nicht schaffen würde, ne?
Wäre ja gelacht. So, Gewehrmunition, ein bisschen Sprengstoff noch. Sieht aus, als ob das hier mal vielleicht noch so ein bisschen ein Munitionslager war. Aber halt auch nicht mit viel Munition. Jetzt haben wir hier noch Altmetall, hatte ich ganz vergessen. Naja, egal. So, wir sollen mit Ryan sprechen. Der gute Ryan, was hat der noch zu sagen? You wanted to talk to me? First of all, thank you for bringing me that toolkit. That bus should be ready in no time. Good to see you finally turn the corner. I wanted to talk to you. I'm starting to get worried about Jennifer. It's been a while since she left, and at my age, I try to worry as little as possible. Na, sie ist also weg. See her out there, send her back, okay? Und wir müssen sie finden. War ja klar. Ah, wird ja auch, okay, wie läuft's mit dem Bus? How's that bus coming along? I'll make a run again, don't worry about it. Besides a couple of rusty rotors, it's got a whole lot of character. The question is, where do we go from here? Das ist eine gute Frage, wie wir weitermachen. Wir müssen erstmal Jennifer finden und dann mal sehen. Ne? Bis dahin wirst du ja den Bus repariert haben. Ne? Aber du, mal deine Background-Story. Erzähl uns doch mal ein bisschen was von dir. Do you remember Judgment Day? I do. That's right. I'm that old. My memory ain't as good as it used to be. However, there are some images that stand out in my mind. My brother Tucker hitting on this lady guard, or people covered in mud. But for the life of me, I can't remember the name of that band. Der war auf dem Wacken-Festival oder was? Was, du hast einen kleinen Bruder? You have a brother. I did. Older brother. Well, he was a ladies' man. We didn't have tickets to the concert, but he knew how to charm a lady. She let us in. Well, him. I tagged along like I always did. Yeah, it was one of those outdoor festivals. When we got in, we decided to climb this metal tower to get a better view of the stage, you know. So as we're watching this band play their hearts out, we see a burst of bright, ugly light. I went blind for a while. Heieiei, da kam also die Bombe gefallen, ne? Wie überlebt man sowas denn? What was it? Took me a while to understand what I was looking at. An atomic mushroom cloud wasn't something we were ever supposed to see. With my bloodshot eyes, the only other thing I could see clearly was people below me being crushed. The tower we were clinging onto started shaking. Finally gave in after the shockwave from the explosion. I closed my eyes and it started falling onto the people below. Now, what am I thinking of? I'm usually a lighthearted guy. Why don't we talk about something more positive? Oh, God, I remember the name of that band now. It was Captured by Robots. Na prima, das passt ja auch noch, Captured by Robots. Ist ja nicht so, als ob die Robots hier alles übernommen hätten. Ach du Heiliger. Ja, aber es ist krass zu sehen, also mir gefällt das auch wirklich sehr gut, diese Atmosphäre des Spiels. Es sind nicht mal so krass die Kämpfe gegen die Terminator, die hier wirklich das Ausschlaggebende sind, sondern ich finde allgemein die Charaktere und die Eigenschaften und die Nähe, die man zu diesen Charakteren aufbaut, die finde ich so viel spannender noch und die Geschichten, die sie erzählen, als manche Kämpfe hier. Und die Easter Eggs finde ich bislang klasse. Also zum Beispiel das mit den Hundenamen oder dass der Typ, der Terminator, den wir gerade getroffen hatten mit der menschlichen Legierung, also in der letzten Folge kurz vor der Schwarzblende, dass der zum Beispiel die Klamotten aus Terminator 1 anhat, also die Arnold Schwarzenegger dort anhat, als Terminator. Ich finde, das sind kleine, geile Easter Eggs, die ich wirklich sehr, sehr feiere. Naja, wie dem auch sei, wir müssen jetzt wahrscheinlich zum Kliniksektor und Jennifer finden. Das, Freunde, machen wir aber auch in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten, hoffe, das Video hat euch gefallen und hoffe auch die Infos, die ich immer zu den Terminator-Filmen gebe, gefallen euch. Falls ihr nicht gespoilert werden wollt, dann schreibt mir das sehr, sehr gerne mal in die Kommentare, damit ich das in Zukunft dann nicht mehr mache. Ich finde es aber schon ganz wichtig, eventuell auch so
diese Infos zu geben, damit ihr diese Easter Eggs für diejenigen, die die Filme nie gesehen haben, die vielleicht auch nie sehen werden oder wollen, dass ihr zumindest die Easter Eggs versteht und versteht, warum ich mich dann auch so freue, wenn so ein Easter Egg dann auftaucht. Ich habe alle Terminator-Filme gesehen und 1 und 2 sind die besten. Es ist tatsächlich hier auch mal ein Franchise, wo ich sogar den Nachfolger Terminator 2 noch besser finde als Terminator 1. Aber ja, dazu vielleicht im Laufe des Projektes mehr. Ich bedanke mich wie immer, wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Wie immer den Daumen in der nördlichsten aller nördlichen Richtung nicht vergessen. Kanal abonnieren und Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und schreibt mir doch, wie gesagt, in die Kommentare, ob ihr diese Infos zu den Terminator-Filmen und Verweisen hier zum Spiel auch in Zukunft weiter sehen wollt und hören wollt. Macht's gut, bis zur nächsten Folge, bleibt schön gesund und ciao, ciao.